In Dark Souls leide ich. Oh, ja, oh, Ausrüstung schmieden. Warte, warte, warte. Warte, ich kann gerade nicht. Hallo, Tuan. Bogengewehr umbauen. Insekten verwalten. Standardausrüstung. Knochenset. Jagra-Set. Kulu-Set. Ich will, dass der eine Gitarre hat. Ich will, dass der eine Gitarre hat. Oh, wir können ihn das sogar holen. Okay, er kriegt eindeutig die Gitarre, wa? Dark Souls 1 in HD. Achso. Ich weiß gar nicht. Dark Souls 1 ist das... Oh, eine Gitarre. Geil. Oder eine Ukulele oder eine... Ich habe keine Ahnung. Ja, möchte ich ausrüsten. Angriffstyp stumpf. Ja, das bin ich auch. Passt. Kann man machen. Ich habe ja noch nicht mal mein 2000 Abonnenten-Spezial gemacht. Ohne jetzt darauf zu erinnern zu wollen. Gegen Wasser, gegen Feuer, gegen Eis. Aber da hat er dann größere Verteidigung. Komm, was machen wir einfach? Was zockst du? Nioh? Nioh? Okay. Ja. Oh, du Scheiße, Alter. Es tut mir leid, aber es muss einfach so aussehen. Ah, schön. Entschuldigung, voll reingepustet. Hallo, roter Fuchs. Ja, das ist jetzt unser Kira. Pokémon-Karten müsste ich eigentlich auch noch irgendwo haben. Ja, Abo-Spezial macht man ja auch nur bei Tausender oder so. Mein nächstes Abo-Spezial kommt bei 100.000. Da spielen wir Dark Souls. Bei 100.000 Abonnenten, dann kommt Dark Souls. Achso, das können wir jetzt damit ja verbessern. Was haben wir denn bis jetzt verbessert? Irgendwas ist doch auch schon Stufe... Ja, hier, Stufe 3. Machen wir die anderen Dinge auch erstmal Stufe ab, wa? Einmal. Na gut. Zweimal. Sind wir mal nicht so. Drei, drei. Wir brauchen unbedingt Verteidigung. Und verbessern. So, alle unsere Rüstungsteile verbessert. Währenddessen läuft die Scheiße hier durch, wie sonst was. Schön, gefällt mir. Okay, wir sehen immer noch sehr hübsch aus. Wir sind immer noch eine ziemlich hübsche Prinzessin. Und Bogengewehr umbauen. Bogengewehre lassen sich durch Umbauen verbessern. Oh ja, komm, weg mit dem Durch. Das habe ich eigentlich noch nie verwendet, ne? Ach du Scheiße, jetzt bin ich ja noch mehr verwirrt. Nahdistanzangriff hoch, Ferndistanzangriff hoch. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß, 2000 Abonnenten-Spezial. Muss ich noch singen? Ey, rein theoretisch. Es ist an Arbeit. Naja, einiges ist es noch nicht an Arbeit, aber es ist im Gedanken. Zumindest ein bisschen im Gedanken. Insekten. Insekten. Gliefen. Insektengliefen. Ja, von mir aus. Oh, ich kann welche kaufen. Abtrennen. Stumpf. Pollenheilung. Heilung ist immer gut. Ich kauf's mal. Ich habe nicht genau aufgepasst, was die bringen, aber na gut. Ich hab's einfach mal gekauft.
Warum nicht? Wir haben ja so viel Kohle. Okay. Wir haben jetzt unseren kleinen... Ja. Unseren kleinen Scheich dabei. Es wurde ein neues Tutorial hinzugefügt. Hm. Ist klar. Genau, notier dir das ruhig mal, Minako. Kannst du das ruhig notieren, das wird, bis dahin gibt es schon gar kein Dark Souls mehr. Bis dahin hat Trump schon einen roten Knopf auf dem Schreibtisch gefunden und die Welt ist weg. Ich finde aber in den Ledersachen sehe ich so stylisch aus. Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, dass man mit Stil reist, ne? Muss man auch mal so sagen. Aber Knochen, konnten wir Knochen herstellen? Mein Knochen hätte natürlich auch was. Ich habe nur Eisen gesehen. Und Eisen ist jetzt schon ein bisschen schwul. Eisen will ich nur wirklich nicht tragen. Eisen sieht so furchtbar aus. Aber Knochen? Knochen hätte was. Ja, ich weiß, deine Flotte und ja, ich kann und ja. Wuff, wuff. Ausrüstung, Schmied. Ja, hier, Rüstung hätten wir mal gucken können. Ja. Ich bin auch kein großer Gewinner, oder? Cthulhu. Ah, ich hab Bock, mir das Knochenset zu craften. Nein, ich stehe nicht auf Lack und Leder, also... Nein. Weiß nicht. Stehe ich drauf? Müsste Sandy fragen. Einfach mal ein Sandy abdrücken. Dark Souls zu Ende bringen. Dann auch noch in diesen Rap. Kestodon. Oh, wir könnten ja auch die Kestodons besiegen, ne? Aber das könnten wir auch lassen. Rein theoretisch müssten wir so aussehen hier, aber ich habe kein Cthulhu-Zeug mehr. Ich gehe jetzt auf Knochen. Jetzt haben wir all unsere schönen Rüstungspunkte gerade verdoppelt und gehen jetzt auf Knochen, oder was? Das ist auch keine sehr gute Alternative. Aber trotzdem gehe ich jetzt auf Knochen. Bondage? Nee, Bondage ist mir zu harmlos. Ach du Scheiße. Okay, vielleicht ist Knochen... Okay. Jetzt habe ich meine ganzen schönen Rüstungskugeln verschwendet. So eine Scheiße. Na klar. Oh, man sieht mich oberkörperfrei. Bald sieht man meine pinke, ne? Unterwäsche. Das sagt Sandy jetzt nur so. Normalerweise haben wir auch so ein kleines Brandeisen zu Hause und dann, ne? Weißt du? Brandmale und so setzen. Und eine kleine Rasierklinge und dann in die gerade frisch gebrannte Wunde noch schön was einritzen. Und dann ein bisschen Salz reinstreuen. Ist das ein Kleid? Ich dachte, jetzt tragen wir hier Kleider. Nein, keine Handschellen. Handschellen sind zu langweilig. Das müssen Handschellen sein, die sich richtig schön festziehen. Eine Liebesschaukel kann ich nicht aufhängen. Außerdem, ich hab keinen Stahlbalken. Okay, wir sehen echt scheiße aus. Wir sehen verdammt scheiße aus. Warum sehen wir denn jetzt auf einmal so scheiße aus? Das ist ja jetzt nicht gerade hübsch, was wir hier tragen, ne? Das ist jetzt nicht gerade... Aber es gibt Gesundheitsboost, Angriffsboost, Lähmer, Hornmaestro. Okay, der Schlipper hat Hornmaestro drauf. Das ist kein Elch. Das ist kein Elch, das ist Schlagen. Jetzt habt ihr aus dem schönen Smiley, wo ich ewig dran gesessen... Alter, sehen wir scheiße aus. So geringfügig kacke sehen wir schon aus. Der einzige, der cool aussieht, ist...
ist Kira. Kira ist der Einzige, der cool aussieht. Okay. Man sieht aber nicht unsere rosa Unterwäsche, oder? Nee, die sieht man zum Glück noch nicht. Okay. Wir tragen noch nicht... Wir tragen zu viele Klamotten. Ich rede jetzt mal mit unserem neuen Ausrüstungsding mit dem Kommandanten Schnürschuh. Oder erstmal mit dem da. Beschäftigt mit der Jagd? Nö, ich habe mich gerade umgezogen. Bin ich jetzt ein hübsches Mädchen? Hast du dich daran gewöhnt, wie die Dinge hier laufen? Trage ich deswegen jetzt knappere Klamotten? Wenn du unterwegs Probleme bekommst, halte dich nicht zurück und schieß ein Notleuchtzeichen ab. Ich? Probleme? Aber Mitglieder des Feldteams können dir helfen. Andere Mitglieder des Feldteams können dir helfen, wenn sie es sehen. Des Feldteams? Die Biere oder was? Echt? Auch mit rosa Unterwäsche? Wenn sie rosa Unterwäsche hätten, ne? Bitte um Hilfe, wenn du sie brauchst. Und biete sie andere an, wenn sie sie brauchen. Klar. Ich bin kein Schaf. Das macht dich zu einem besseren Jäger. Hm. Maybe. Ich sehe jetzt gefährlich aus. Die Monster haben, glaube ich, jetzt Angst vor mir. Ich glaube, wenn jetzt dieser große, behaarte, geflügelte T-Rex kommt, denkt er sich, what the fuck? Der Typ trägt rosa Unterwäsche, die sehe ich doch, ich bin raus. So in etwa kann ich mir vorstellen. Hast du gut gemacht. Danke. Gute Arbeit mit dem Lager. Ich wusste, dass du das schaffen würdest. Und jetzt sind wir endlich bereit. In Ordnung, Jäger. Die Pukai-Pukai-Jagd kann gewinnen. Oh nein. Beginn, stand da und nicht gewinnen. Sobald du das Monster gejagt hast, können die Gelehrten sich die Hinweise ansehen, die du gefunden hast. Oh nein. Achso, also nicht die Unterwäsche. Ja, nee, dann spiele ich keinen Dark Souls. Hätten die in Dark Souls jetzt rosa Unterwäsche getragen, würde ich es definitiv spielen, aber so nicht. Nee, tut mir leid. Oh, schade. Mann, was soll man machen? Doch kein Dark Souls. Ah, oh, Mann, oh, ist das doof. Ah. Oh. Oh. Schade. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es für die Kommission ist, den Pukai-Pukai zu besiegen. Dies könnte unsere Chance sein. Wir werden das schaffen. Viel Glück und sei vorsichtig. Ja, genau das ist es. Hallo, rosa Unterwäsche ist halt auch in der Natur ein Zeichen für absolute Gefährlichkeit. Wer rosa Unterwäsche trägt, am besten noch irgendwie so richtig knappe, tanga-förmige Borat-Unterwäsche, dann kannst du als Gegenüber sehen, der Typ ist definitiv nicht mehr ganz dicht. Ich sollte Abstand halten. Ich sag nicht, das geht. Nein, das geht nicht. Nein. Ich kann keine rosa Unterwäsche. Nein, ich möchte Fotos sehen, wie rosa Unterwäsche in Dark Souls ist. Nein, ihr habt mich nicht so weit. Viel Glück und sei vorsichtig. Ein dringender Auftrag für die Fünfte. Partner, du solltest besser mal bei mir vorbeischauen. Ich habe auch einen Namen. Brauchst mich nicht Partner nennen. Unsere Wege trennen sich? Oder ist auch echt viel mitgeholfen? Ja, das ist gefährlich. Was? Tanga, Vorbiege, rosa Unterhose, was? Sogar für Borat-Anzug gibt's eine Mod? Nee, dann möchte ich's doch nicht mehr spielen. Schade. Was, der Nachfahre von Gyperus? Wer ist Gyperus? Das klingt ein bisschen wie Gyros. Alter, ich hätte mal wieder Bock auf Gyros. Jetzt, wo wir gerade mal wieder bei dem Thema Gyros sind. Hast du gerade gesagt, dass ich wunderbar bin? Schön, danke. Ich gehe aber noch mal ganz kurz auf Exkursion. Können wir das? Ja, wir können. Weil für heute fange ich jetzt eigentlich nicht mehr den neuen Quest an, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Südliches Lager? Was? Ein rosa Kondom, was ich mir rüberziehe? Über den Kopf natürlich.
Ich wüsste nicht, wie es sonst funktioniert. Ich habe da keine Ahnung von. Ich weiß von nichts. Ich suche gar nicht nach Ausreden. Was, ich hatte gestern und vorgestern Gyros? Ja, es ist aber nicht so Gyros. Das war einmal ein Döner und einmal ein Wrap. Den Döner hatte ich vor 2 Tagen. Schön den Döner gegessen. Oh, das war ein schöner Döner. Hm, Döner. Ich mag Döner. Das kann man aber nicht als Gyros zählen. Das ist Döner. Du kannst ja auch nicht, ne? Ne? Was? Heul nicht zu lange? Warum nicht? Okay, wir sind wieder draußen. Wir sind jetzt draußen und gefährlich. Ich mag unser Zöpfchen. Ich finde, wir haben ein hübsches Zöpfchen. Ein giftspuckendes Monster mit Gummihaut. Oh, erzähl mir sowas nicht, Kevin. Das will ich jetzt schon gar nicht hören. Oh, Kraut brauchen wir. Wir müssen uns erstmal ein bisschen was zusammenschustern, ehrlich gesagt. Wir brauchen Kraut und Rüben. Kraut, das brauchen wir. Dann können wir auch ein paar Pflanzen sammeln und alles. Scheiß Wetter hier, ey. Gott, ist ja wie in Deutschland. Ist ja wie in Schland. Ja, Döner ist ja auch was ganz anderes als Gyros. Der Döner kommt aus, ich weiß gar nicht, kommt der wirklich aus der Türkei oder der Döner kommt von nicht aus Griechenland und der andere kommt aus Griechenland. Weißt du? Hat eigentlich irgendjemand noch mal eine Idee, wie ich schießen kann? Ich hab's echt verplant. Toll, super runtergeklettert. Nein, da ist kein Gyrosfleisch drinne. Ich habe Steine gefunden. Sind jetzt meine. Sind jetzt meine Steine. Hier, eine Feuernuss. Habe ich auch jeden Morgen. Gekritzel einsammeln. So, wir brauchen aber definitiv Honig suchen. Und ich würde immer noch ganz, ganz gerne einzigartige Pilzkolonie. Hey, das habe ich auch an den Füßen. Einzigartige Pilzkolonie. So, Tränke müssen wir sammeln. Megatränke müssen wir machen. Verlaufen? Nein. Ein bisschen vielleicht. Oh, ich hoffe Peking-Ente. Sandy, ich will morgen eine Peking-Ente. Mit ganz viel Peking, aber weniger Ente. Er kann sein... Hast du extra Schweif geschrieben, Kevin? Ist das Wort Schweif extra darauf betont? Knochen. Können wir sammeln? Weil wir haben Knochenausrüstung. Was? Schwäbisch Reutling? Oh ja, Cordon Bleu mit Pommes. Oh, ich liebe Cordon Bleu. Früher hasste ich Cordon Bleu, ne? Weil ich nie Kochschinken mochte. Und heute, naja, bin ich mit Kochschinken zusammen. So, ich lasse es mal ganz kurz sacken. Ich lasse es einfach mal sacken. Ich werde nichts weiter sagen. Lalalala. Einzigartiger Pilz. So, es langt. Mehr brauche ich nicht sacken lassen. Oh, wir können noch mehr einzigartigen Pilz sammeln. Haben wir aber irgendwie nichts von, ne? Wir müssen keine Pilze mehr sammeln, okay. Nein, ich möchte nicht ins chinesische Restaurant. Ich will, dass Handy mir die Peking-Ente macht. So, ich habe mich irgendwie hier so ein bisschen verlaufen. Ja, ich habe dir geantwortet. Okay, warte. Hüpf. Oh, hüpf. Episch. So, die Frösche. Ich weiß gar nicht, bringen uns die Frösche irgendwas?
Ich glaube nicht. Da, 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 Fußspuren. So, wie gesagt, heute machen wir jetzt auch nicht mehr so viel. Machen schon langsam Feierabend. Wie gesagt, morgen ist 4 Uhr aufstehen. Eine Elcharmee. Ja, ich weiß auch nicht.